335 Einzelstudien mit insgesamt 26.573 Versuchspersonen sind in die heutige Meta-Analyse von Lazzarenza und Kollegen, in die wirklich gigantische Meta-Analyse eingeflossen, nur um die Frage zu beantworten, ist es möglich, Führungspersonen noch besser zu machen durch Trainings? Und wenn ja, wie gut gelang das bisher? Und vor allem gibt es auf Basis all dieser Studien vielleicht ein paar allgemeingültige Hinweise, wie man so ein Führungskräftetraining besonders effektiv gestalten kann. Aber warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig? Naja, zum einen muss man sagen, dass in diesem Bereich ein Haufen Geld investiert wird. Also Firmen in den USA haben im Jahr 2015 beispielsweise im Durchschnitt $1,252 pro Mitarbeiter in die Personalentwicklung investiert. Und der Löwenanteil davon bezog sich auf Fortbildungen für Führungspersonen, weil man davon ausgeht, dass so ein Abteilungsleiter oder so ein übergeordneter Chef vielleicht direkt 20, 50 oder mehrere hunderte von Menschen beeinflusst. Und somit müsste der Return on Invest in dem Fall natürlich am größten sein. Wenn sich aber jetzt zum Beispiel in dieser Meta-Analyse herauskristallisieren würde, dass all diese Führungskräfte-Trainings im Grunde keinen oder nur einen kleinen Effekt haben, dann ist das ja alles eigentlich herausgeschmissenes Geld. Und von daher ist das natürlich schon eine sehr wichtige Frage. Zum anderen ist es natürlich auch fernab von all diesen finanziellen Überlegungen, auch aus psychologischer Sicht ein sehr wichtiges Thema, weil es natürlich für den Mitarbeiter selbst extrem frustrierend sein kann, sehr viel Stress erzeugen kann. Manch einer kündigt vielleicht sogar auch seinen Arbeitsplatz, weil er einfach mit dem Chef nicht zurechtkommt. Und ich glaube, jeder, der mal in der Schule war und auch mal einen Lehrer hatte, mit dem er überhaupt nicht zurechtgekommen ist, bei dem man überhaupt keine Motivation mehr für ein bestimmtes Fach gespürt hat. Und als dann auf einmal ein neuer Lehrer kam, auf einmal war man wieder motiviert, der weiß, dass solche Führungspersonen durchaus einen großen Einfluss haben können. Aber muss man für Führung geboren sein oder kann man das vielleicht auch lernen? Und genau diese Frage wollte man in dieser Meta-Analyse beantworten. Und die frohe, glückliche Antwort auf diese Frage lautet, man kann es lernen. Denn die Effektstärken im Durchschnitt über all diese 335 Studien hinweg waren durchaus mittel bis groß. Wenn es einfach nur um das Erlernen von neuen Fähigkeiten ging, wie zum Beispiel Mitarbeitergespräche führen oder einen bestimmten Führungsstil eintrainieren, wie zum Beispiel die transformationale Führung. Aber es wurden auch Dinge eingeübt, die zum Beispiel nur das Business betrafen, wie zum Beispiel Daten analysieren, zum anderen auch Budgetüberwachung und wie allgemein Probleme gelöst werden könnten. Und all diese Business-Sachen, das konnte man zeigen, die waren sehr leicht beizubringen. Also da waren die Lernerfolge sehr groß. Wohingegen bei den anderen, bei den Soft Skills, bei der Mitarbeitergesprächsführung, bei dem Erlernen von bestimmten Führungsstilen, da waren die Lerneffekte nicht ganz so groß, aber dafür waren die Resultate am Ende, also wenn es darum ging, ob das eine Auswirkung hat auf den Umsatz, ob das eine Auswirkung hat auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter, auf die Arbeitsmotivation der Mitarbeiter und ob es vielleicht jetzt Kündigungen gibt oder nicht. Ob Mitarbeiter blau machen, all das wirkt sich natürlich in großem Maße auf den Erfolg eines Unternehmens aus. Für solche Dinge waren die Soft Skills extrem wichtig. Auch wenn man sie wohl nicht so gut erlernen kann, also die Lerneffekte sind hier nicht ganz so groß, sind sie doch, wenn es gelingt, sie zu erlernen, extrem wichtig für den Erfolg eines Unternehmens. Und man kann sich leicht herleiten, warum das so ist. Natürlich hat es einen großen Impact auf die Arbeitszufriedenheit, auf die Arbeitsmotivation oder auch auf die Frage, ob ich jetzt mal krank mache oder nicht. Wenn der Chef einem hilft, sich weiterzuentwickeln, wenn der Chef eine angenehme Art und Weise hat, Mitarbeitergespräche zu führen, wenn man das Gefühl hat, ja, der Chef hört mir zu, dann ist das alles natürlich sehr förderlich. Insgesamt über alle Lerninhalte hinweg, also egal, ob es jetzt um Business-Inhalte ging oder ob es jetzt um Soft Skills ging, um eher psychologische Themen. Insgesamt konnte man beobachten, dass eine Verbesserung um 25% gelang, wenn es um Lerninhalte ging, also wenn es nur um das Lernen selbst ging, ob man jetzt, danach kann man ja einen Wissenstest machen, ob man jetzt noch weiß, wie man das Mitarbeitergespräch führen soll oder ob man noch weiß, wie man die Daten zu analysieren hat. Wenn es nur ums Lernen ging, war
der Effekt 25%, wenn es um den Transfer ging. Also da ging es dann wirklich darum, ob man das Gelernte auch wirklich umsetzt, ob man am Arbeitsplatz in der Lage ist, das Mitarbeitergespräch konstruktiv und respektvoll und auch vielleicht mit Paraphrasieren etc. umzusetzen. Da verbesserten sich die Probanden um immerhin 28% im Durchschnitt. Und wenn es um die Resultate ging, also zum Beispiel die Verbesserung des Betriebsklimas, mehr Gewinn für das Unternehmen, bessere Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit, weniger Kündigungen, weniger Krankfeiern von Mitarbeitern, auch da konnte man im Durchschnitt eine Verbesserung von 25% beobachten. Also es scheint durchaus möglich zu sein, durch solche Trainings mittel- bis große Verbesserungen herbeizuführen. Es ist also nicht so, dass man als Führungsperson geboren sein muss, sondern man kann sich durchaus noch weiter verbessern. Wobei es natürlich ohne Frage umso besser ist, wenn man schon jemanden hat, der auch schon ein gewisses Potenzial hat. Also Personalauswahl, wo man also schaut, ist die Person wirklich geeignet als Führungsperson, sollte man auf keinen Fall deswegen vernachlässigen. Aber schauen wir uns jetzt mal die vielleicht spannendsten und vor allem praxisrelevantesten Ergebnisse dieser Meta-Analyse an. Denn die Forscher haben ja nicht nur untersucht, wie effektiv solche Führungskräftetrainings im Durchschnitt sind, sondern sie haben vor allem auch geschaut, unter welchen Umständen solche Führungskräftetrainings besonders effektiv sein können. In der Psychologie würde man sagen, sie haben sich sogenannte Moderator-Variablen angeschaut. Variablen, die entscheiden, ob die Effektstärken eher gering ausfallen oder ob sie eher hoch ausfallen. Und Variablen, die sie sich hier angeschaut haben, waren zum Beispiel, ob so ein Führungskräftetraining freiwillig war oder ob es verpflichtend war. Also hat der Chef gesagt, ja, ihr könnt dieses Training zur Mitarbeitergesprächsführung, zur Verbesserung eurer kommunikativen Fähigkeiten, das könnt ihr freiwillig machen, oder hat der Chef gesagt, nee, das ist verpflichtend, da muss jeder hingehen. Und schon hier gab es die erste Überraschung, was die Ergebnisse anging, denn aufgrund der Selbstbestimmungstheorie von Desi und Ryan, einer sehr einflussreichen Motivationstheorie, würde man davon ausgehen, dass freiwillige Trainings deutlich effektiver sind, weil wenn man selber bestimmen kann, wo man sich weiterentwickeln möchte, in welchem Bereich man sich weiterentwickeln möchte, dann ist diese Autonomie, diese Art der Selbstbestimmung natürlich in der Regel sehr gut. Also ihr kennt es alle, wenn ihr euren Interessen nachgeht, dann seid ihr natürlich sehr viel motivierter, als wenn jemand von außen sagt, ihr müsst dieses oder jenes tun, das ist eure Pflicht. Die Ergebnisse sprachen jedoch dafür, dass freiwillige Führungskräfteentwicklungsseminare ein zweischneidiges Schwert sind, weil man konnte zwar beobachten, dass wenn es um das Anwenden des Wissens ging, freiwillige Trainings tatsächlich höhere Effekte hatten als verpflichtete Trainings. Erstaunlicherweise war dies jedoch nicht der Fall, wenn man sich die Resultate, die sogenannten Resultate der Trainings anschaute. Also man könnte sagen, wenn man sich anschaute, was letzten Endes hinten rauskam für das Unternehmen in Sachen Gewinn für das Unternehmen, Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, besseres Betriebsklima, weniger Kündigungen, weniger Krankfeiern von Mitarbeitern. Wenn man sich das anschaute, dann waren verblüffenderweise die verpflichtenden Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen deutlich effektiver. Die Forscher erklären sich dieses absolut unerwartete Ergebnis damit, dass natürlich bei verpflichtenden Weiterbildungsmaßnahmen letzten Endes mehr Teilnehmer sind. Und mehr Teilnehmer bedeutet, dass natürlich diese Weiterbildungsmaßnahmen letzten Endes auch auf mehr Mitarbeiter wirkt. Und wenn das auf mehr Mitarbeiter wirkt, dann ist natürlich klar, dass vielleicht mehr Mitarbeiter das Gefühl haben, ja, hier hat sich das Betriebsklima deutlich verbessert. Und tatsächlich konnten die Forscher in ihren Daten auch zeigen, dass bei verpflichtenden Weiterbildungsmaßnahmen im Durchschnitt 263 Teilnehmer vorzufinden waren, während das bei freiwilligen Maßnahmen im Durchschnitt in der Regel nur so 41 Teilnehmer waren. Es ist also wirklich ein zweischneidiges Schwert für Unternehmen, ob sie solche Maßnahmen freiwillig gestalten oder ob sie diese Maßnahmen verpflichtend machen. Wahrscheinlich wäre der Königsweg, solche Maßnahmen durchaus weiterhin freiwillig zu machen, weil dann die Teilnehmer in der Regel mehr motiviert sind. Aber man könnte vielleicht das Marketing besser gestalten, also
vielleicht damit locken, das sagen die Forscher auch, damit locken, dass man sagt, ja, ihr bekommt in diesem Training ein Führungskräftetraining, ihr werdet zum Beispiel in transformationaler Führung geschult oder in Mitarbeitergesprächen, aber gleichzeitig bringen wir euch noch eine neue Technologie, vielleicht eine neue App bei und von der werdet ihr zum Beispiel, wenn es um Organisation geht oder um Entspannungstechniken oder was auch immer, dann werdet ihr auch davon profitieren. Und wenn man so etwas im Bundle, also im Paket promotet, das weiß man aus der Marketingpsychologie, dann kommt es in der Regel deutlich besser an. Und dann würden vielleicht mehr Leute sagen, ja, das klingt für mich nach einem spannenden und wirklich auch lohnenden Seminar. Ein weiterer extrem spannender Faktor für die Frage, ob so ein Führungskräftetraining jetzt effektiv ist oder nicht, den sich die Forscher genau angeschaut haben, war die Art der Informationsvermittlung. Also wurde zum Beispiel nur Frontalunterricht gemacht, wurde nur Informationsvermittlung gemacht, zum Beispiel in Form einer PowerPoint-Präsentation, oder durften die Teilnehmer auch mal üben, zum Beispiel in Rollenspielen. Also man kann ja Mitarbeitergespräche hervorragend in Rollenspielen einüben, wo man dann zum Beispiel sowas wie das in eigenen Worten nochmal wiederholen üben lassen kann. Das hat man ja in der Forschung zeigen können, dass das die Verbindung zwischen zwei Menschen deutlich verbessern kann, wenn man einfach nochmal wiederholt, was die andere Person gesagt hat. Wenn also ein Mitarbeiter zum Beispiel sagt, oh, diese Arbeitskleidung, die wir tragen müssen, die ist so eng, so unangenehm, ich kann da drin kaum atmen, dann sollte man als Chef nicht direkt gegen argumentieren und sagen, ja, aber wir müssen die tragen und das ist die Vorschrift und da kann ich jetzt nichts dran ändern, sondern es ist wirklich sehr hilfreich, erstmal verständnisvoll nochmal zu wiederholen, was die andere Person gesagt hat, zu sagen, oh, ich verstehe, ja, die Arbeitskleidung ist also zu eng und man bekommt zu wenig Luft, ja, okay. Und wenn man so einfach nur diese Worte nochmal wiederholt, das konnten wirklich viele Studien zeigen, dann erhöht es schon mal die Kooperationsbereitschaft und in einigen Studien konnte man auch zeigen, dass das sogar die Hilfsbereitschaft dann gegenüber der anderen Person deutlich erhöhen kann. Und das Gleiche gilt auch für Körpersprache, wenn man die Körpersprache des anderen ein bisschen spiegelt, wenn die andere Person die Beine überkreuzt oder die Arme überkreuzt, wenn man das ein bisschen spiegelt, dann erhöht es auch die Kooperationsbereitschaft. Also Teilnehmer üben zu lassen, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Und man kann auch einfach demonstrieren, zum Beispiel in Form von Videos oder auch in Form von Rollenspielen, die andere dann sich anschauen können. Also man kann ja das Publikum das einfach dann beobachten lassen. Und hier konnten die Forscher zeigen, dass insbesondere wenn es um Lernen, aber noch mehr, wenn es um Transfer ging, Demonstrationen, also zum Beispiel ein Video, in dem eine gute Mitarbeiterführung oder ein gutes Mitarbeitergespräch demonstriert wird, dass solche Demonstrationen, vor allem wenn sie noch kombiniert werden mit Präsentieren und mit Üben lassen, also Methodenvielfalt ist tatsächlich das Stichwort hier, dass Trainings mit solchen Demonstrationen extrem hohe Effekte hatten, wenn es darum ging, ob die Teilnehmer das am Ende auch wirklich in ihrem Alltag umsetzen. Und das ist tatsächlich auch ein Muster, was man auch in vielen anderen Bereichen findet, wo es um Lernen geht, auch in der Psychotherapie. Man muss sich nur die sogenannte One-Session-Therapy anschauen, bei der es darum geht, Phobien loszuwerden. Auch da wird zunächst mal vom Therapeuten, wenn es zum Beispiel um Spinnenphobie geht, da geht der Therapeut erstmal als gutes Vorbild voran, nimmt die Spinne selbst auf die Hand und lässt sie vielleicht ein bisschen auf sich herumkrabbeln, sodass der Klient dann sieht, ah, wenn der das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Ja? Und wenn die Spinne bei ihm sich ruhig verhält, dann wird sie sich bei mir auch ruhig verhalten. Und solche Demonstrationen sind also extrem wertvoll, extrem hilfreich. Wahrscheinlich spielen da auch die Spiegelneuronen in unserem Gehirn eine große Rolle, dass sich das wirklich dann tief setzen kann. Wir lernen so viel in unserem Leben durch Beobachtungslernen. Das ist ein Bereich. Oder ihr müsst auch nur mal gucken, wenn ihr auf YouTube geht,
was ihr da schon alles nur durch irgendwelche Videos, wo euch jemand was vormacht. Es gibt ja millionenfach zum Beispiel Schminktutorials oder es gibt millionenfach Videos, in denen zum Beispiel Smartphones auseinandergebaut werden oder Computer auseinandergebaut werden oder Tische gebaut werden. Und das sind alles Lernvideos und man lernt hier durch Beobachtungslernen. Und wenn man das dann noch selber umsetzt, wenn man dann in der Therapie wäre es dann genauso, wenn man dann selber die Spinne auf die Hand nimmt, nachdem man das demonstriert bekommen hat, dann sind die Lerneffekte wirklich mit Abstand am größten. Weitere Faktoren, die die Forscher untersucht haben, die entscheiden, ob so ein Führungskräftetraining gelingt oder misslingt, war zum Beispiel, ob es sich um Führungspersonen einer höheren Hierarchie handelte. Also waren es die obersten Chefs, waren es die wichtigsten Abteilungsleiter oder waren es eher Führungspersonen eines niedrigeren Levels. Und da konnte man beobachten, gerade wenn es um den Transfer ging, um das Anwenden des Gelernten, dann waren die Trainings, die für Führungspersonen eines niedrigeren Levels waren, tatsächlich deutlich effektiver. Also die haben wirklich mehr dazugelernt, vermutlich, weil sie wahrscheinlich auch noch mehr Potenzial hatten, etwas dazuzulernen. Also da gab es wahrscheinlich weniger Deckeneffekte, die man häufig beobachtet. Wenn jemand schon besonders gut ist und er springt dann und versucht, sich noch mehr zu verbessern, dann stößt man natürlich gegen die Decke und das könnte bei den Führungspersonen der höchsten Hierarchieebene durchaus der Fall sein. Allerdings konnte man dieses Muster nicht beobachten, wenn es um Resultate ging, also wenn es wirklich darum ging, ob sich das Betriebsklima verbessert hat, ob das Unternehmen jetzt mehr Gewinn macht, ob die Arbeitszufriedenheit gestiegen ist. Da waren die Effekte zwischen Führungspersonen der höheren Hierarchie und denen auf einem niedrigeren Level durchaus gleich. Ebenfalls angeschaut haben sich die Forscher, ob es einen Unterschied machte, ob es zwischen den einzelnen Trainingseinheiten Pausen gab. Also wo lag dazwischen vielleicht ein Tag oder eine Woche oder vielleicht sogar mehrere Wochen. Oder ob das Training komplett an einem Stück, zum Beispiel an einem Tag oder an einem Wochenende durchgeführt wurde. Und aus der Lernpsychologie würde man eigentlich erwarten, dass solche Trainings mit Pausen deutlich effektiver sein müssten. Erstaunlicherweise war das in dieser Meta-Analyse jedoch irgendwie nicht der Fall. Also für das Lernen selbst konnte man nicht beobachten, dass Trainings mit Pausen deutlich effektiver gewesen wären. Wenn es aber um das Anwenden ging und auch um die Resultate ging, waren Trainings mit Pausen durchaus effektiver. Ebenfalls effektiver waren Trainings, die direkt vor Ort durchgeführt wurden, also wirklich in der Firma selbst, an den Örtlichkeiten, wo man das Gelernte auch wirklich braucht. Und ich denke, das macht auch Sinn, also irgendwo außerhalb was zu üben und das dann zu transferieren in die alltägliche Umgebung, ist natürlich etwas schwieriger. Und genauso konnte man auch zeigen, dass Face-to-Face-Trainings, also wo dann mit Menschen interagiert wurde, dass solche Face-to-Face-Trainings deutlich effektiver waren als virtuelle Trainings, wo man dann einfach vor einem Laptop sitzt und sich berieseln lässt. Denn da kann man wahrscheinlich auch nicht so gut üben, wenn es zum Beispiel um das Einüben von besseren Kommunikationsfähigkeiten geht. Und auch das nächste und letzte Ergebnis überrascht vielleicht nicht. Trainings, bei denen man sich selber etwas beibringen durfte, wo man in Eigenregie sich etwas beibrachte, waren im Durchschnitt bei weitem nicht so effektiv, als wenn man jemanden an die Hand bekommen hat. Wenn man einen Trainer an die Hand bekommen hat, dann waren die Trainings deutlich effektiver. Ich denke, auch das kann jeder nachvollziehen. Es ist einfach motivierender, jemanden zu haben, der einen motiviert, der einen mitzieht, der einem auch Feedback gibt. Oh, den Punkt habe ich noch vergessen. Feedback ist auch ein wichtiger Bestandteil effektiver Trainings. Auch das haben sie untersucht. Man könnte ja eigentlich meinen, dass Feedback manchmal auch problematisch ist, weil es auf das Ego negativ sich auswirkt und man sich dann nicht mehr so motiviert fühlt, weiterzumachen. Und das spielt auch durchaus eine Rolle, aber wenn man Feedback richtig umsetzt, und das wurde auch in den meisten Trainings richtig umgesetzt, nämlich respektvoll, dann ist das der Effektivität der Trainings auf jeden Fall zuträglich. Also natürlich ist es wichtig zu wissen, ob man jetzt diese kommunikative Strategie
Also wenn es zum Beispiel jetzt um das verbale oder vielleicht sogar nonverbale Spiegeln geht. Natürlich ist es wichtig, da Feedback zu bekommen, ob man das jetzt richtig gemacht hat oder eher nicht so gut gemacht hat. Ich weiß, das war wieder eine sehr lange Episode und ich bedanke mich, dass ihr so lange zugehört habt. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne auf der Webseite vorbei oder schaut gerne mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.